Könnte ich eigentlich schließen, den Ort? Naja. Ich habe Angst vor den Gästen, vor diesen... Hört sich an wie meine Katze. Aber am meisten Angst habe ich vor Schleims. Vor Magma-Schleims. Ich habe noch nie einen gekillt. Und immer wenn ich gegen einen gekämpft habe, bin ich gestorben. Also wenn ich einen sehe, werde ich wahrscheinlich mich vor Angst in die Hose pissen und dann abhauen. Es ist zum Glück gut, dass die Schweine nicht aggressiv sind. Aua! Okay, hier geht's lang. Ah ja, stimmt, wir sind ziemlich weit oben in der Netherwelt. Hey! Ich glaube, es geht hier lang, ne? Warum schließt sich das eigentlich nicht? So. Ein paar Ausbesserungsarbeiten im Nether hat noch niemand geschadet. Was machen Sie in meinem Zuhause? Schauen Sie mich nicht so an mit Ihrem goldenen Schwert. Ich habe ein Diamantenschwert. Raus aus meinem Haus. Ich bin stärker als du. Ich habe ein Diamantenschwert. Raus! Raus! Du sollst rausgehen. Fuck this. Hallo? Ist jemand da? Hallo? Ich frage mich, warum hier so viele Löcher sind. Der Gast greift uns an! Oh nein! Wir werden bombardiert von einem Gast. Hoffentlich finde ich den Weg zurück. Hier ist wieder eine Truppe von Schweinen, die Kenny getötet haben und deswegen in der Hölle sind. Hier ist eine Fackel, wir müssen hier nach unten. Oh Gott, so viele Schweine, zum Glück sind die nicht aggressiv. Wenn wir jetzt sterben, dann, ne, dann ist auch wieder alles im Arsch, ne? Wir dürfen also wieder mal nicht sterben. Ihr kennt ja das Ganze mittlerweile schon. Die riskanten Sachen, die ich immer im Nether mache. Okay, hier sind ein paar Fackeln. Hier ist wieder dieser Lavafluss-Dingens. Wir müssen hier hoch, ne? Okay, soweit so gut. Ich frage mich, welche Musik ich später einfügen werde. Wahrscheinlich eine total dramatische. Da-da-da-dam. Da-da-da-dam. Und warum leckt es jetzt so? Es kann doch nicht sein, dass es jetzt da leckt. La-la-la-la. Ey, okay, sorry Leute, 2 FPS im Nether, sehr riskant. Ich glaube, ich warte jetzt wieder ein bisschen, bis sie das wieder gefangen hat. So. Das liegt daran, weil wir in Staffel 1 waren. In Staffel 2 hat er, wie ihr wisst, 0 geleckt. Und kaum sind wir in Staffel 1 gewesen. Ah! Fängt's wieder zum Lecken an! Ah, wenn ich hier durch den Leck in die Lava falle, dann ist alles vorbei. Dann ist meine Motivation so im Keller. Das werdet ihr euch nicht vorstellen können. Weiter geht's. Alter! Egal, scheiß auf den Leck. Ich zock jetzt weiter. Ich glaube, es geht hier lang, ne? Hallo, hallo, hallo. Ich darf mich auch nicht hier im Nether verirren. Das ist auch wieder eine Gefahr, dass man sich hier verläuft. Alter! Habt ihr das gesehen? Ich bin gerade automatisch fast in die Lava gefallen oder in die Klippe. Ich kann so nicht spielen. Kann ich vielleicht irgendwas in den Optionen einstellen? Moment, Option. Grafikeinstellungen. Maximale FPS. Ich glaube, ich senke mal die Sichtweite ein wenig. Und zwar auf gering. Genau. So, jetzt läuft das Ganze ein bisschen flüssiger mit 30 FPS. Seht ihr, seht die Zahl zwar gerade nicht, aber hier steht bei mir 30 gerade. So, jetzt müsste das Ganze doch ein bisschen besser aussehen, jawohl. Ich glaube, wir brauchen die Weite, ne, damit wir sehen können, wo es weitergeht. Okay, ich erhöhe es mal ein kleines bisschen noch weiter. Grafikeinstellungen, Wolken aus. Machen wir mal winzig. Moment, winzig ist noch niedriger. Fail.
Grafikeinstellungen winzig. Weit normal. Machen wir gering. Wobei, gering hatten wir gerade, ne? na gut, dann machen wir es einfach mal auf Mittel. Nein, nicht gering, Mittel. Normal, oder? Ja, genau. Leistung, maximale FPS, das brauchen wir. Weiche Beleuchtung, maximum Grafikeinstellungen. Machen wir mal auf schnell. Sieht dann hässlich aus, aber egal. So. Jetzt läuft es flüssig. Okay, ich nehme es zurück, gerade hat es geleckt. Okay, jetzt müsste das Ganze wieder laufen. Ich habe das Gefühl, wir laufen gerade völlig woanders lang, ne? Ne, ich kann mich hier gar nicht anhören. Okay, hier geht's nicht lang, wir gehen wieder zurück zu der Fackel hin, nicht dass wir uns verirren. Auch eine Gefahr, ne? Fast hätten wir eine Gefahr ins Auge gesehen. Hallo Schleim. Schleim? Ich meine du Schwein. ich kann mich aber ehrlich gesagt auch null an diese Pilze erinnern. Gehen Sie mal mit. Ah, passt sogar. Ich dachte mein Inventory sei voll. Okay, jetzt wird's gefährlich. Achtung! Vielleicht, ja, also hier sind ein paar Fackeln. Hier vielleicht nach unten. Ja, hier geht's nach unten. Oder vielleicht auch nicht. Oh Gott. Aber hier ist Erde. Hier müssen wir nach unten. Die Frage ist, wie kommen wir hier nach unten? Wisst ihr vielleicht? Ihr kennt euch hier besser aus als ich. Oje, oje, oje. Ich trau mich nicht. Hier ist Lava und naja. Ich muss hier quasi nach unten, ne? Oh je. Ja, hier geht's nach unten. Oh Gott. Oh Gott. Vielleicht muss ich in irgendeine Höhle rein. Ja, wir sind ja damals durch eine Höhle hier nach oben gekommen. Das heißt, wir müssten jetzt dann nach einer Höhle suchen. Genau. Kamen hier damals ja dadurch, ne? Hier vielleicht. Hier ist eine Höhle oder sowas. Muss gucken. Du Arschloch, erschreckt mich da einfach. Ich hasse dich. Ich bin froh, dass ich so ein Herz habe, das alles verkraftet. Okay, wisst ihr was, was man dagegen tun kann, wenn man Scheiße in seine Hose hat? Vielleicht hier jetzt lang? Hier vielleicht? Ich mach mal kurz Pause. Okay, ich habe mich jetzt erholt von dem Schock. okay, ich folge mal der Höhle. Ist gut, wenn es nach unten geht. Wir müssen ja nach unten. Oh Gott, ich glaube kaum, dass es der richtige Weg ist, aber... Es scheint so, als... Nein, es ist nicht der richtige Weg. Oder? Nee. Ich bin jetzt völlig falsch. Ich muss wieder hoch. Scheiße. Ja, das ist dumm, wenn man sich seine Wege nicht markiert im Nether, sonst findet man den Weg nicht. Wir haben ja mehrere Möglichkeiten, in die neue Welt zu gehen. Wir können ja hier durch den Nether in die neue Welt gehen oder wir können in die Oberwelt mit dem Boot hier ein bisschen fahren. Aber ich fürchte, dass wir es dadurch auch nicht finden werden. Ich gehe mal hier lang. Wir müssen jetzt ein bisschen probieren, vielleicht finden wir es ja. Probieren geht über studieren. Nee, hier geht's auch nicht lang. Sch
Da hinten ist ein Schleim. Okay. Vor den Viechern habe ich Angst. Die werden mich töten. Der Nähte wird ja immer extremer. Verdammt. Ja, komm, spring runter. Spring runter. Spring runter. Na los. Ja. Danke. Er ist runtergesprungen. Okay. Danke. Das wäre der schön. Das wäre der netteste Magma Cube, den ich je gesehen habe. Schauen wir mal nach, wo er jetzt ist. Oh je, wenn ich da runter schaue, muss ich gleich kotzen. Gut, ich glaube, wir müssen hier wieder rüber. Hier sind wir ganz falsch. Aber da hinten ist ein Ghast. So, und jetzt? Hier vielleicht? Hä? Halt auf zu springen, da denke ich immer, es seien Magma Cubes. Hä? Was ist das? Da ist auch einer runtergefallen. Ist es jetzt ein Freisprung oder was? Die machen ihren Freisprung abzeigen. Wer kann am schnellsten in die Lava springen? Turm springen. Hier vielleicht, hier ist auch eine Höhle. Das kann vielleicht sein. Ich schau mal hier lang. Ich schau mal hier lang. Okay, hier geht's nicht lang. Hier ist Lava. Leck. Moment. Minecraft sagt wieder, hör auf zu spielen. Und lässt mich jetzt mit einem FPS alleine so jetzt. Spawnt da einfach ein Gas vor meiner Schnauze, genau. Oh Gott. Du verdammter. Lass mich. Ich habe Küchengeräte. Spawnt da einfach ein Gas vor meiner Schnauze. Hier vielleicht lang? Oh, da ist eine Fackel, hier geht's lang. Oh Gott. Dieser scheiß Geist, ich schwör's euch. Boah, ich bin gerade 1000 Jahre alt geworden. Hier ist auch wieder ein Geist. Aber immerhin haben wir jetzt da wieder die Fährte. Hier hinten ist Erde. Hier hinten müsste unser Portal sein. Hier sind ein paar Pilze. Nein! Nicht du! Magma Cube. Okay, wir kommen jetzt an den vorbei. Wir können natürlich auch an den vorbei rennen. Oh Gott. Aber solche Magma-Cubes sind schnell, glaube ich, ne? Und da hinten ist Lava. Verdammt. Vielleicht aus der Distanz? Hab dich. Hab dich nochmal. Hab dich nochmal. Okay, jetzt hat er sich geteilt. Nicht rein die Pfeile, wir haben nicht so viel. Ja komm, springe in die Lava. Oh, keine Pfeile mehr. Aber ich glaube, die kleinen Dinger können wir jetzt auch ohne Problem ausschalten. Boah, mir läuft es gerade eiskalt den Rücken runter, wenn ich gegen die kämpfe. Ohne Witz jetzt. Okay. Ah! Wo ist der? Oh je. Also zurücklaufen ist viel schwieriger als hinlaufen.
cool bleiben. Momentan ist ja noch nichts passiert, bis auf den Schockvollen. So weit, so gut. Gut, hier unten scheint keine Gefahr zu sein. Zum Glück. Um ein bisschen abzukürzen, baue ich jetzt hier eine kleine Brücke darüber. So. Gut, ich werde so froh sein, wenn ich wieder daheim bin. Ohne Witz, jetzt. Boah, Alter. Wo geht's denn jetzt lang? Hier, wir müssen ja... Da hoch, okay. Stimmt, ich bin ja damals hier runtergesprungen. Gut, dass ich den alten Part sehr häufig gesehen habe. Keine Ahnung warum, ich fand ihn irgendwie cool beim Anschauen. Ja, auch ich schaue meine Let's Plays an. Wer hätte es gedacht? Oh Gott, gefährliche Aktion jetzt, oder? Alter, ich drücke meine Sneak-Taste gerade so nach unten. Ein falscher Sprung und wir sind down. Okay, gleich haben wir es geschafft. Oh, da ist das Portal. Ja. Oh. Was macht ihr denn hier? Ich habe ja schon einiges erlebt, netermäßig, aber sowas habe ich noch nie erlebt, dass die Zombie-Pigments hier in die Oberwelt kommen. Sowas habe ich echt noch nie erlebt. Er ist zurückgegangen. Alter, sowas ist ja gefährlich, wenn die da, wenn hier zum Beispiel ein Gas oder ein Magma Cube darüber kommt und sollte. Das ist schon sehr gefährlich. Egal. Jetzt sind wir wieder zurück nach daheim und ich werde die Aufnahmesession jetzt beenden und dann schauen wir nach, was wir hier deswegen machen können. Weil sowas, das ist echt ein Problem jetzt, oder? Da habe ich gar nicht gedacht. Naja gut, dann sage ich jetzt mal Tschüss und dann geht's im nächsten Part weiter. Also, ciao!